Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Wanoki. Mit einer wunderbaren Sendung On The Road. Pujan und Sascha hier. Und wir haben ein tolles Thema, das der Pujan in der Hand hat. Ich weiß nicht, worum es geht. Ach so, in der Hand. Das Thema. Ach so, in der Hand. Ja. Ich habe hier wieder eine hervorragende Frage für dich. Ja. Aus der Rubrik. Das Wahnsinnsfette Bräute? Das Wahnsinnsfette Bräute. Okay. Und die Frage, die du mir beantwortest. Süße, sagt man saure Sahne. Ich weiß die Antwort schon. Die Frage, die du beantworten sollst, lautet: Was ist ein Aufsitzer? Ein Aufsitzer? Richtig. Das ist bei Fuchsjagden in englischen Yorkshire. Die Offsitter? Ja, das sind die sogenannten Offsitter. Also das Uff, sind die Offsitter. Die hessischen, englischen Yorkshire Terrier. Hessisch, das sind alles Hessen. Engländer. Ja, die das machen. Also das sind, ja, Engländer. Genau. Das ist einfach so Personal, das hilft den Eliten, die da die Fuchsjagd machen, hi, hilft denen dann halt sozusagen aufzusitzen. Das sind die sogenannten Aufsitzer. Ja, die halten so die Hand hin, aha, und dann wird da so das Knie so reingelegt und in dem Moment können die dann so Räuberleiter für Knie. Ja, so fürs Knie, also nicht die schmutzigen Schuhe, sondern das Knie wird dann da so hochgelegt und dann drücken die so hoch und dann können die aufsitzen. Das sind die Aufsitzer. Nein. Nein. Okay. Also, Aufsitzer. Ist nichts aus dem Bordell, richtig? Ist das eine Fangfrage? Das war einfach nur, um was auszuschließen. Ich habe nicht das komplette Bordell-Vokabular intus. Ach so. Meinst du, das kann sein, dass vielleicht doch irgendwas... Das, was ich meine, ist, hat aber nichts mit dem Bordell zu tun. Okay, also, Aufsitzer. Aus dem Tierreich? Nein. Das wusste ich. Ah. Ja. Deswegen sind wir jetzt eigentlich in der Medizin. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Okay, im Sport. Warum schreist du eigentlich so? Nicht Sport. Sport. Nein. Sport. Gib mir mal irgendwie einen Hinweis. Also, du hast Tiere, haben wir ausgeschlossen. Achso, wollte ich gerade sagen. Ich wollte mich schon aufregen. Menschen schließen wir aus. Bleiben übrig. Jetzt komm nicht mit Mineralien. Geister. Nee, warte mal. Menschen und Tiere schließt du aus. Ja. Und jetzt bleiben übrig. Was sind denn übrig? Pflanzen. Ein Aufsitzer ist eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze, so wie der Kuckuck. Ne? Der Kuckuck brütet ja nicht selbst, sondern der nimmt sein Ei und legt sein Ei in ein fremdes Nest. Ich steig mal kurz hier aus. Was ist los? Ja, weiter? Ja, und ein Aufsitzer ist eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze sozusagen als Parasit wächst. Und dort gedeiht. Ich lasse das gelten. Nee, es ist falsch, so, aber ich lasse es gelten. Nein, es geht tatsächlich in die Richtung. Aha. Es gibt Pflanzen, die nicht nah genug ans Sonnenlicht kommen, weil der Wald einfach zu dicht ist. Und das sind kleine Pflanzen, wie zum Beispiel Orchideen. Und was machen die? Die setzen sich sozusagen auf die große Pflanze drauf und wachsen mit ihr hoch und kommen so ans Sonnenlicht. Achso, die wachsen da hoch? Ach so, dadurch, dass die sitzen auf der Pflanze drauf, genau, und die Pflanze, die lang wird, Christisch, die katapultiert die sozusagen ins... Wie geil ist das denn? Das ist ein Aufsitzer. Das ist eigentlich vom Charakter her so ein bisschen wie bei dir. Du setzt dich irgendwo drauf und wirst ein großer Typ, aber in Wirklichkeit bist du eigentlich eine Vollpfeife. Aber ich bin oben. Aber du bist oben. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja, genau. Das ist scheißegal. Ja, das war wieder Schoki Wanoki on the road mit Vollpfeife Pujan. Und Vollpfosten Sascha. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Freue mich drauf.